So, hi Leute, ich hoffe, man kann sehen. Ich werde jetzt dieses Radio hier mal zerlegen. Zuallererst drehe ich es mal um. Da habe ich die Batterien drin. Ich habe da vollgeladene Akkus drin. Ups. Ich habe da wirklich vollgeladene Akkus drin. Die habe ich alle wirklich randvoll geladen. Also an denen liegt es wirklich nicht. Die habe ich aufgeladen, bis sie richtig schön warm waren. Sind 5. Okay, dann jetzt mal schauen, wo Schrauben sind. Da sind 2 und da sind 2. Ich würde sagen, ich schraube die mal raus. Mal schauen, ob ich mit dem, ja, mit dem kann ich die rausschrauben. Also in der Anleitung, Selbstanleitung, die ich habe, steht, man soll den Boden abschrauben mit dem Batteriefach. Dann kann man das Batterie, dann kann man das Ganze rausziehen, das ganze Radio aus dem Gehäuse, also quasi das Gehäuse von dem Radio abziehen. Ups. Und dann das Batteriefach wieder aufsetzen. So, 3 und 4. Ah, das ist sogar locker. So, die 4 Schrauben sind draußen. Da wäre noch irgendwas zum Einstellen. Ich schätze mal Mittelwallanteile oder so. Und da haben wir eine Autohalterung. Das Radio ins Auto irgendwie eine Autohalterung einsteckt. So, mal schauen, wie das jetzt geht. Die 4 Schrauben sind draußen. Sonst sehe ich keine Schrauben mehr. Ups. Der Aufkleber geht ab. Batterieaufkleber. So, jetzt mal gucken, wie geht das auf? Das ist eine gute Frage. Wie geht das auf? Da wäre eigentlich was zum Einrasten da. Ups. Ich glaube, ich sehe da schon etwas Schmutz. Das ist echt ein Problem, den aufzubekommen. Da steht das so irgendwie auf. Scheint nicht so. Sind da noch irgendwo irgendwelche Schrauben? Schaut auch nicht so aus. Keine Schrauben mehr. Nur die 4 Schrauben. Da auch nur ein Loch. Also muss das jetzt irgendwie runtergehen. Nur wie? Das Batteriefach sollte rausgehen, laut dem. Da wurde schon mal gehebelt, aber nicht von mir. Da hat aber schon jemand mal aufgemacht, das Radio. Dann machen wir es den mal nach. Ich glaube, der wusste, wie es geht. Ja, da geht was ab, was raus. Das geht raus. Hier, das geht raus. So, suchen wir mal weiter. Ob das nicht dort noch irgendwo. Ach, so ein Radio aufzumachen ist ja ganz schön anstrengend. Beim Nordmende ging das irgendwie leichter. Da habe ich die Schrauben aufgeschraubt und es ist schon von selbst auseinandergefallen. Aber das hier, das ist ja richtig streng. Aber jetzt haben wir es. Ah, okay, ups. Ja, jetzt geht es gleich ganz auf. Da haben wir ein Batteriefach. Das ist aber da angelötet an den 2 Kabeln. Dann ein Drehkondensator. Platine. Oh, das ist ja ganz schön. Was ist das? Ein Schalter. Was auch immer das für ein Schalter ist. Ah, der hängt am Seilzug. Ein Schalter, der an einem Seilzug hängt. Das ist ja interessant. Ein Schalter, der an einem Seilzug hängt. Ich glaube, der ist. Ist der vielleicht für die AFC-Umschaltung? Nein. Nee, da bewegt sich nichts. Für was der Schalter an dem Seilzug da ist, werde ich vielleicht noch irgendwann rausfinden. Hier steht BA460 kHz. Ja, was machen? Kann man das abstecken irgendwo? Schaut nichts aus, das ist angelötet. Das müsste jemand ablöten und dann wieder anlöten. So, machen wir es mal anders. Ich kann den ja so, ups, rausziehen. Aha. Ich kann den so rausziehen und habe dann hier das Radio. Eine Platine, ganz alt. Aber sogar Nordmendi hatte da schon, glaube ich, bessere Platinen, weil die Platinen hier sind, glaube ich, etwas blöd. Ein Lautsprecher. Und mal drehen. Ah!
Audio-Endstufen, das sind echt AD162, zwei AD162. Ganz schön robuste, massive Audio-Endstufen-Transistoren. AD162. Und hier die restlichen Germanium-Transistoren. Dazu als UKW-Teil sollte mit Lithium-Transistoren sein. Genau. Da ist wieder ein Schalter. Der hängt da dran. Ja, was ist das? Das ist ja komisch. Mal schauen, ob sich da irgendwas ändert. Ah, das ist das. Ups, das haben die ja komisch gemacht. Hier ein Schalter, der hier über eine Feder den Schalter betätigt. Das ist ja mal eine Konstruktion. Das ist echt eine Hightech-Konstruktion. Ja. Ansonsten normale Registerschalter. Aber das hier, das ist echt etwas extrem. So, dann Alkos haben wir hier und hier. Es kann sein, dass es die Alkos sind. Ja, es kann echt sein, dass die Alkos sind. Ups. Aber das ist echt blöd. Also, ich sollte wohl echt das Batteriefach ablöten. Wenn ich das Batteriefach ablöte, bin ich besser dran. Und das mit Labornetzteil mit Strom versorge. Und dann mal gucken, ich habe hier eine Platine und hier eine Platine. Und die Platine ist wohl die Audio-Platine. Oh, das sehe ich schon in Öko. Der schaut nicht mehr so heil aus. Der schaut ausgelaufen aus. Noch ein Öko. Es kann natürlich sein, dass es die Ölkos sind. Was das hier für ein Sollzug ist, der hängt an dem Schalter hier dran. Der bewegt sich aber so nicht. Wenn ich da den Drehkor, den AM-Drehkor auf und zu drehe, passiert da auch nichts. Der hier passiert irgendwie auch nichts. Seilzüge ist auch ganz schön kompliziert. Oh oh. Das ist echt ganz schön kompliziert mit den Seilzügen. Das haben die echt ganz schön komplex gemacht. Dann etwas staubig ist es hier. Etwas staubig. Mann, Mann. Da werde ich beschäftigt sein. Da haben wir Folien. Folienkondensator schon. Also solche mit Folienquetscher. Und da auch so Folienquetscher. Keine Keramik mehr wie bei den älteren. Ja, die Keramik wäre mir lieber, aber ich glaube, die Keramik, die halten ein bisschen besser an die Filterchen. Die sind ganz klein, die sind mini und mit, schaut aus wie Plastik da drin. Also man sieht, das Radio ist auf jeden Fall schon moderner als das Nordmendi-Radio. Ah, ich glaube, das ist der UKW-Teil. Ja, das ist wohl der UKW-Teil mit dem UKW-Rekondensator und so hier. Und dann ein Transistor. Ich denke mal, das sind die Silizium-Transistoren für UKW. Ja, und das hier, das wird Audio-Endstufe sein hier. Das ganze Teil da. Es kann sein, dass auch da was nicht stimmt. Aber da vermute ich eher, dass es die Alkos sind. Die Frage ist, ob die alten Alkos wieder werden, wenn das Ding lange an Strom ist. Oder ob, oder ob die einfach hinüber sind. Bei den Alko hier, ups, das kommt oben schon raus. Das Gummi. Ja, das kommt oben schon raus. Ups, hier. Das kommt oben schon raus. Das ist nicht gut. Ja. Also die kleinen Mini-Alkos hier, die stehen in Verdacht, dass die das Problem verursachen könnten. Weil das Radio doch nicht mehr so gut empfängt. Also vermute ich stark Alkos. Nur daran zu kommen, das ist jetzt echt eine ganz schöne heikle Sache. Gucken wir mal die Audio-Endstufe an. Mal die Schrauben weg. Einmal Schraube mit Pappstück. Lege ich mal extra. Dann das hier. Noch eine Schraube. Mit Eisenring. Oder so. Also mit Beilagscheibe, noch eine Schraube, ohne Beilagscheibe, noch eine Schraube, ja, ohne Beilagscheibe. So,
Ups, ob das da rausgeht. Oder ob man das irgendwie ganz anders zerlegen muss. Ich glaube, wenn ich den Lautsprecher rausschraube, da bin ich besser dran. Ich schraube die mal wieder rein. In der richtigen Reihenfolge schraube ich die Platine mal wieder an. Weil so komme ich da nicht dran. Die Platine kriege ich so nicht raus, weil die AD-Transistoren da auch noch dran sind. Ich glaube, da ist es besser, den Lautsprecher rauszuschrauben. Ja, schraube ich dann lieber mal den Lautsprecher raus. An sich ein schönes Radio. Muss ich mal gucken, dass ich das so weit hinbekomme, dass es gut funktioniert, weil das muss original besser funktioniert haben. Es funktioniert zwar, jetzt erst mal die Schraube da richtig reinbekommen, vielleicht die anderen drei wieder locker schrauben, die anderen drei mal locker schrauben, um die da reinzukriegen. Mag nicht so. Schraube die Muster wieder rein. Ist ja schwer, die reinzukriegen. Die drei gehen wunderbar, die vierte die mag nicht so recht. Oh, wenn ich damit den Schrauben schon so ein Problem habe, dann ist es echt problematisch. Ja, ich krieg die Schraube dass die ins Gewinde greift. Doch jetzt greift sie. 1, 2, dann würde ich sagen, mal den Lautsprecher abschrauben. Mal umdrehen. Und mal den Lautsprecher abschrauben. Da haben wir vielleicht eher eine Chance, wenn wir den Lautsprecher abschrauben. 1, dass wir auf die Platine gucken können, da wo die AD, die Audiotransistoren drauf sind. 2, 3, 3 Schrauben. 3 Schrauben. Ah, 3 Schrauben. Lautsprecher ist mit 3 Schrauben dran. Ah, da haben wir einen Übertrager, einen großen. Und dann noch einen Übertrager für Audio. Dann hier einen Temperaturfühler. Und Alko. Audiotransistor. Ein Potti, ich denke mal zum Arbeitspunkt einstellen. Noch einen Alko. Die Alkos da, weiß ich halt nicht, ob die so gut ist, ob die unten nicht schon leicht ausgelaufen ist. Aber der da ist, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Ein 1600 μF Alko. 0,22 μF. Alte Technik. Mal gucken. Aber irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich Lautstärke aufdrehe, macht der Död. Also, hat man im letzten Video ja gesehen. Das muss ich mir mal ganz genauer anschauen. Es war jetzt nur mal reinschauen in das Radio. Lautsprecher, Platine. Da könnte es natürlich ein Alkurs sein. Muss ich mal gucken. Mit Multimeter, vielleicht mit Oszilloskop. Dass irgendwas dann Kurzschluss macht vielleicht. Glaube ich aber auch irgendwie weniger. Mal gucken. Auf jeden Fall ziemlich massiver Ausgangstrafo hier. Mit 2 Schnittbandkernen und nochmal so ein Schnittbandkern. Kein normaler Trafokern, sondern 2-mal Schnittband und da auch Schnittband. Also einfach nur ein Metallband, das umgewickelt worden ist um den Spulenkörper. Ja, dann würde ich sagen, schraube ich den erst mal wieder rein an den 3 Schrauben. Der geht nur in eine bestimmte Richtung rein. Mit dem Magnet, weil der Magnet so quadratisch ist. Dann kann ich den da mal wieder reinschrauben. Ich glaube, da muss ich mich echt mal in Ruhe drüber machen. Dann der hier. Da ist eine Beilagscheibe oder so drin. Da habe ich noch ein Loch zum Festschrauben. Aber da war er nicht festgeschraubt. Der war nur an 3 Schrauben festgeschraubt. So, jetzt muss ich die wieder locker schrauben. Sonst greift das Gewinde der dritten Schraube wieder nicht.
meistert da die Schrauben, dass die es gibt, ans Gewinde greifen. Das ist echt schwierig. Ich habe den Eindruck, dass die letzte Schraube das immer ein bisschen verspannt. So leicht. Kann auch Absicht sein. Ja, ansonsten. Ups, das ist doch gesteckt. Ja, das ist doch gesteckt gewesen. Also doch etwas, das gesteckt ist. Und dann noch ein Kondensator drüber. Das wusste ich nicht. Und dann ist es gut, wenn es jetzt abgegangen ist. Ja, die Platine hier. Ja, HF, ZF und so. Ja, mal gucken. Haben wir dann einen großen Feldkern? Wenn, dann vielleicht da drunter. Ich sehe da gar keinen. Ja, ich sehe da gar keinen, aber das sollte einen Feldkern haben. Aber ich glaube, der ist da drunter. Ich glaube, der ist unter der Abdeckung da. Der Drehkondensator schaut an sich aber gut aus. Den könnte ich mal durchdrehen. Aber an sich schaut der gut aus. Ist ein Luftdrehkondensator, zweifach. Für AM, also für Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. An sich schaut der gut aus. Kann natürlich sein, dass er durch den Staub einen leichten Kurzschluss macht. Was mir nicht so gefällt, ist halt einmal das da. Das, was schräg drin ist, mit der Feder und den. Und wo ich nicht drauf komme, ist, was ist das? Da ist noch ein Schalter. Ist der für Autohalterung? Ne, das muss den vorschieben. Ich glaube, da muss ein Stift rein von der Autohalterung. Die Autohalterung schiebt dann den vor. Der wird dann der wird vorgeschoben von der Autohalterung, wenn der Stift da reindrückt. Und dabei wird der angezogen. Hier. Und das da. Und das da wird noch angezogen. Auf jeden Fall ganz schön komplex das Radio. Ganz schön komplexe Mechanik. Er ist neuer als das Nordmende, aber er ist auch viel komplexer, auch von den Seilzügen her viel komplexer. Überkreuz hier, zack und zack. Das Überkreuz ist auch schon ganz schöne Sache, obwohl, da haben wir noch 1 mm Abstand zwischen den beiden. Ja, wenn man das natürlich da ein bisschen anders aufwickelt, da auf der, dann haben wir da keinen Abstand mehr, dann reiben die. Also Seilzug reinlegen in die ist dann echt eine Sache für sich, da bin ich froh, dass die Seilzüge noch heil sind. Bei Nordmende ist ja der Seilzug gerissen und da ist Seilzug einlegen eher einfach, aber ich denke, da wird es um einiges komplizierter werden, vor allem ich müsste das da oben auch abstauben, weil der Seilzug ja da reingeht in das ganze obere Teil. Ja, okay, dann mal schauen. Danke fürs Zuschauen erstmal. Ich beende das Video erstmal an der Stelle und mal gucken.